Nach dem Messerangriff mit zwei Todesopfern ist Bundesinnenministerin Faeser heute nach Brokstedt in Schleswig-Holstein gekommen, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Und wir schalten jetzt live dorthin. Die Bundesinnenministerin Frau Faeser hier nach Schleswig-Holstein gekommen ist, um nach diesem der schrecklichen Attentat in unserem Land, was viele Menschen bewegt, natürlich gerade hier in Brokstedt, aber auch bei uns in ganz Schleswig-Holstein, uns Beistand zu geben, um auch Solidarität natürlich auch zu zeigen, aber hier eben sich auch mit den Menschen zu unterhalten, die am gestrigen Tage auch im Einsatz gewesen sind, die Polizistinnen und Polizisten, auch in der Zusammenarbeit zwischen Bundespolizei und Landespolizei, die Feuerwehr, die Rettungs- und Einsatzkräfte, die gestern einen großartigen Job geleistet haben. Den haben wir eben unseren Dank und unseren Respekt auch zum Ausdruck gebracht und mit ihnen Gespräche geführt. Das führen wir jetzt auch noch weiter, denn das ist natürlich eine sehr belastende Situation für diese Menschen gewesen, hier als Erste am Unfallort zu sein, auch nicht zu wissen, was ist genau für eine Lage. Ist der Täter festgesetzt? Gibt es mehrere Täterinnen? Auch in dem Fall von daher eine ganz besondere Situation, die sehr belastend ist. Wir müssen natürlich jetzt viele Fragen auch beantworten, die sich viele Menschen stellen. Natürlich denken wir insbesondere an diejenigen, die ihre Angehörigen dort auch verloren haben. Zwei junge Menschen, die je aus dem Leben gerissen wurden durch diese schreckliche Tat. Aber natürlich auch die Verletzten, die im Moment hoffentlich bald bei besserer Gesundheit sind. Wir denken alle an sie und beten auch dafür, dass es ihnen bald besser geht. Aber natürlich stellen sich Fragen, die wir aufklären müssen, die alle Bürgerinnen und Bürger haben. Wie konnte diese Tat passieren? Ich glaube, der Respekt vor den Opfern, der Respekt vor den Verletzten gebietet es auch, dass wir jetzt auch schnell aufklären, auch uns selbst überprüfen, hätte diese schlimme Tat verhindert werden können. Wir kennen ja die Hintergründe auch und wissen, dass es um einen Menschen geht, der diese Tat begangen hat, der nicht das erste Mal dort auffällig geworden ist. Und dass wir natürlich aufklären müssen, hat das zwischen den Behörden alles richtig geklappt? Sind wir aufgestellt, um auch solche schrecklichen Taten zu verhindern? Was müssen wir für Schlussfolgerungen auch ziehen? Muss ich vielleicht auch etwas verbessern? Dafür ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch miteinander im Austausch sind. Die Innenministerin hat dazu ja auch, die Landesinnenministerin Sabine Süderlin-Waag, heute schon die erste Stellungnahme abgegeben. Aber natürlich werden wir weiter aufklären und alle auch so schnell wie möglich informieren. Ja, meine Damen und Herren, zuallererst gilt mein Mitgefühl, meine tief empfundene Trauer den Opfern und den Familien der Opfer und natürlich auch den Verletzten. Und ich hoffe, dass die auch zum Teil sehr schwer verletzten Menschen jetzt bald genesen und auch vollständig genesen. Und ich möchte meine besten Wünsche für Sie hier zum Ausdruck bringen. Mir war es sehr wichtig, der Ministerpräsident Günther hat es gesagt, heute hier zu sein, um Beistand zu leisten, um mein Mitgefühl, mein Beileid auszusprechen, aber auch dem Land Schleswig-Holstein hier zur Seite zu stehen und vor allen Dingen denjenigen zu danken, die hier so beherzt geholfen haben, sofort nach der Tat. Das war zuerst die Landespolizei, dann mit Unterstützung der Bundespolizei, aber auch den Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, den Rettungskräften, den ärztlichen Diensten, der Seelsorge, die hier so Großes für andere Menschen geleistet haben. Und das hat wirklich in einer wunderbaren Zusammenarbeit funktioniert. Aber auch den Bürgerinnen und Bürgern hier vor Ort, die spontan geholfen haben. Sei es, dass sie hier das Restaurant zur Verfügung gestellt haben für Zeugenbefragung. Sei es, dass die Bäckerei gegenüber, dass die Menschen dort sofort gesagt haben, wir unterstützen, wir geben Kuchen raus für die Passagiere, die natürlich zutiefst betroffen waren, die in den Zügen saßen. Da ist wirklich Großes hier in der Bürgergesellschaft geleistet worden. Dafür auch meinen ganz herzlichen Dank. Das ist wirklich großartig, was hier passiert ist. Ich möchte auch meine Hilfe der Innenministerin, Frau Dr. Süderlin-Waag, nochmal anbieten bei der Aufklärung jetzt. Und wir werden alles dafür tun, das hat der Ministerpräsident gesagt, aufzuklären, wie konnte es dazu kommen. Wie konnte es sein, dass ein solcher Täter noch hier im Land war? Wie konnte das passieren? Und wie konnte es passieren, dass er trotz so vieler Vorstrafen nicht länger im
in einer Justizvollzuganstalt war und wie konnte es passieren, dass er so früh aus Untersuchungshaft auch wieder entlassen wurde. Ich glaube, darum wird es jetzt in den nächsten Tagen gehen. Aber es ist so, wie der Ministerpräsident gesagt hat, jetzt geht es erstmal darum, den Familien der Opfer zur Seite zu stehen. Und es gebietet in der Tat der Respekt der viel zu früh so je aus dem Leben gerissenen jungen Menschen insbesondere, jetzt erstmal allen zur Seite zu stehen, für sie da zu sein und dann aber auch sehr schnell aufzuklären, wie es dazu kommen konnte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gleich. Ja, meine Damen und Herren, ich werde es kurz machen, weil alles Wesentliche ist gesagt worden. Aber nochmal danke, liebe Frau Faeser. Danke, dass Sie hier sind. Aber ich möchte natürlich auch allen danken, die gestern geholfen haben. Und dafür ist dieser Termin heute Nachmittag wichtig, dass wir dort sitzen können, mit Rettungssanitätern sprechen, mit Feuerwehr, mit Polizei, mit allen, die da sind. Und einfach wirklich unsere Betroffenheit natürlich auch hier den Einwohnerinnen und Einwohnern zu zeigen, aber uns eben auch zu bedanken, was für großartige Hilfe hier geleistet worden ist. Frau Faeser hat es gesagt, sowohl von den professionellen Helferinnen und Helfern als auch von den ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern. Das ist für uns ein gutes Zeichen, dass an diesem schrecklichen Tag, der gestern war und der hallt ja in uns allen nach, wir doch sagen können, der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist nicht immer so schlecht, wie er gemacht wird. Das dürfen wir vielleicht an so einem Tag einfach auch mal feststellen. Und ansonsten gehen meine Gedanken zu den Verletzten, dass sie ganz schnell wieder gesund werden. Und natürlich zu den Angehörigen, dass sie die Kraft finden, die Angehörigen der, insbesondere der Toten, dass sie die Kraft finden werden, diesen schrecklichen Verlust irgendwann zu überwinden. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch Zeit für ein paar Fragen. Ja, sehr gerne. Also idealerweise kümmert man sich auch in U-Haft um die Menschen, die dort sind. Idealerweise passiert das natürlich auch, wenn jemand vorher in der Justizvollzugsanstalt war, dass man da nochmal nachgucken muss, was gab es denn da an psychologischen Auffälligkeiten oder nicht. Aber das werden wir jetzt alles aufklären müssen. Ich bitte da um auch Verständnis, dass wir jetzt erstmal für diejenigen da sind, die es am schlimmsten getroffen hat. Und das sind nun mal die Angehörigen, das sind die Opfer des schlimmen Täters. Und das sind natürlich jetzt auch Rettungskräfte, die wirklich Großes geleistet haben und die das ja auch erstmal verarbeiten müssen. Bei Staatenlosigkeit ist das wahnsinnig schwierig. Wie gesagt, ich bitte da um Verständnis. Wir werden das alles aufklären. Dazu haben Sie auch wirklich recht. Aber das müssen wir jetzt erst alles aufarbeiten. Dann hätten wir hier eine weitere Frage. Also ich will erstmal sagen, diese Fragen, die ich aufwerfe, die richten sich an alle. Die richten sich auch an meine Behörden, auch an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ich glaube, dass wir da gemeinsam gucken müssen. Es geht jetzt nicht um Schuldzuweisungen oder zu schauen, wer hat wo wann jetzt schon versagt. Wir müssen das gründlich aufklären. Es waren viele Behörden beteiligt und ich glaube, darum geht es jetzt auch, dass wir über die Ebenen hinweg zusammenstehen und möglichst sowas in der Zukunft zu vermeiden. Gibt es weitere Fragen? Ich habe das ja gesagt, dass wir das aufarbeiten müssen, zu gucken, wo sind die Fehler passiert. Ich will das nochmal sagen. Wir sind ein Land eingebettet in Europa und wir haben natürlich eine humanitäre Verpflichtung, auch Geflüchtete aufzunehmen. Und wir haben eine sehr dunkle Geschichte, wo auch Deutsche darauf angewiesen waren, als Flüchtlinge in anderen Ländern aufgenommen worden zu sein. Aber ja, wir müssen dem nachgehen, warum Menschen, die so gewalttätig sind, noch hier in Deutschland waren. Eine weitere Frage, ja? Eine Frage noch zum Schluss? Gibt es in so einem Fall, wenn jemand mehrere Straftaten begangen hat und dann eine Abstand hat, gab es irgendwelche Auflagen, dass sie sich danach
Also ich kenne den konkreten Fall noch nicht so im Detail, dass ich Ihnen das beantworten könnte, aber seien Sie sicher, wir werden das alles aufarbeiten und auch aufklären. Gut. Vielen Dank, willkommen. Hier.